Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Shannys Artistry. Heute gibt es mal wieder eine Pastellzeichnung und das dieses Mal von einem Ocelot. Wie immer habe ich mit Bleistift schon mal grob vorskizziert, wo alles hin soll und fange dann erstmal mit dem Hintergrund an. Und nicht erschrecken, der bleibt nicht so chaotisch, der wird noch etwas dezenter. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz dolles Sorry, dass so lange kein Video kam. Ich würde mich natürlich bemühen, jetzt wieder regelmäßig was hochzuladen, aber in letzter Zeit fehlte mir einfach die Zeit und ganz ehrlich auch die Motivation dazu. Aber jetzt ist sie wieder da und hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zugucken. Hier nehme ich mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ich wollte euch nämlich hier anhand der Nase mal zeigen, wie verdammt lahmarschig ich nämlich in Echtzeit zeichne. Hey, ganz viele sehen immer nur meine im Zeitraffer zusammengeschnittenen Videos und denken so, oh ja, das hast du ja mal eben so in 15 Minuten fertig gemalt. Nein, so ist es nicht. Allein für die Nase habe ich, glaube ich, über eine Stunde gebraucht. Dementsprechend kann man sich das so ein bisschen vielleicht so ein bisschen zusammenrechnen, wie viel dann so das Bild brauchen würde. Denn ich habe mal wieder vergessen, meine Arbeitszeit dabei festzuhalten und auch nicht wirklich jedes kleine Detail gefilmt. Sonst wäre es einfach viel zu viel Videomaterial geworden. Aber ich kann sagen, ich habe dieses Bild jetzt schon seit etwas über 2 Monaten halb fertig rumliegen und habe immer nur mal zwischendurch weitergezeichnet. Und allein nur an winzigen Details im Fell, die wahrscheinlich niemanden auffallen würden, der mich selber zeichnet, habe ich in den letzten 2 Tagen etwas über 12 Stunden rumgemalt. So, fast geschafft. Fehlt nur noch der letzte Feinschliff, bei dem ich das Fell nochmal komplett überarbeiten muss. Und damit das noch etwas lebendiger aussieht, schattiere ich hier und da noch etwas buntere Farben ein. Und nun nur noch 1, 2 Details. Dann kann ich euch nun das fertige Bild zeigen. Über Kommentare, Wünsche, Anregungen und Kritik würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und teilt es mit euren Freunden. Und schaut doch auch gerne bei meinen anderen Zeichnungen und Projekten vorbei. Dann mal bis zum nächsten Video, was hoffentlich nicht mehr ganz so lange dauern wird. Und bis dahin noch eine schöne Woche und bleibt gesund.